Langsam. Jetzt erzähl. Was heißt, du willst zurück zur Medizin? Ich muss es einfach versuchen. Ich muss. Das ist es, was ich mein Leben lang gewollt hatte. Klar liebe ich die Literatur. Aber mein Herz schlägt für die Medizin. Du willst wirklich wieder als Ärztin arbeiten? Ach, das wäre ein Traum. Aber es wird nicht so einfach. Katrin Körner ist tot. Ja. Geht das denn? Dein Staatsexamen hast du doch dann als Katrin Körner gemacht und du musstest deinen Beruf für den Zeugenschutz aufgeben. Ja, aber Hartmann ringt im Gefängnis mit dem Tod. Ich glaube, der hat andere Sorgen, als sich an mir zu rächen. Aber du hast schon recht. Ich muss das mit Frau Hellebaum klären. Aber bis jetzt hat sie dich immer unterstützt. Ich war so glücklich in der Klinik. Ich brauche diesen Neustart. Ich bin mir sicher, du bist eine ganz, ganz tolle Ärztin. Jedenfalls hat Madeleine meine Thoraxdrainage überlebt. Lass mich, warte. Guten Appetit. Dir auch. Ach, weißt du, Menschen zu helfen, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich verstehe nicht, wo der Joint abgeblieben ist. Moment mal, hatten Sie nicht noch eine dritte Tüte? Stimmt. Da war der Laptop für die Familie Adami drin. Tja, dann ist der Joint in der Tüte. Und wo ist die? Den Laptop sollte Thomas zur Post bringen und verschicken. Das heißt, die Tüte hatte er. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wahrscheinlich hat er den Joint schon geraucht. Ach, eher fallen Ostern und Weihnachten zusammen. Aber wenn er ihn entdeckt hat, dann kann ich mir was anhören. Ah! Ist er das? Ist das Thomas? Hat er den Joint gefunden? Nein, das ist Ferdi. Ah, Liebesgrüße aus Österreich. Macht mir Vorwürfe, weil ich Thomas nicht zur Städtepartnerschaft überreden konnte. Dabei ist er ganz allein schuld. Ich wollte Thomas vorsichtig an das Thema ranführen. Stattdessen platzt er am Telefon damit raus. Er hätte Thomas einladen sollen nach Podersdorf. Und wenn der erst mal vor Ort ist, dann hätten wir ihn doch rumgekriegt. Jetzt könnten wir den Joint gut gebrauchen, ha? Ich hätte Ferdi nicht so großspurig versprechen dürfen, dass ich Thomas dazu überreden kann. Wir gehen jetzt ein Teechen trinken. Idealerweise sagen Sie bei der Polizei gar nichts. Ich soll also die Aussage verweigern? Jedenfalls so lange, bis ich mir Akteneinsicht verschafft habe. Ah, dann denken die, ich habe was zu verbergen. Wenn die Anzeige von Paragrafen Schulze auf einem bloßen Verdacht beruht, haben Sie nichts zu befürchten. Ich habe die Masken verkauft, um Menschen in Not zu helfen. Wenn die Justiz mir daraus einen Strick drehen will, also bitte. Herr Lüder, wir drehen um zum Kreis, ja, bitte. Sie vielleicht. Mein Weg ist klar und geradeaus. Moralisch bin ich ja ganz bei Ihnen. Aber rein juristisch gesehen. Die Schlangen waren bereits tot, als man sie gefunden und ihre Haut weiterverarbeitet hat. Also habe ich mir nichts vorzuwerfen. Und genau das werde ich diesen Staatsbeamten auch so sagen. Wenn ich Sie schon nicht von dieser Aussage abbringen kann, dann zeigen Sie wenigstens etwas Reue, sonst haben Sie später vor Gericht schlechte Karten. Also ich bereue nur, dass ich die Sache so blauäugig angegangen bin. Oh, das klingt doch schon mal ganz gut. Aber dabei hätte ich doch wissen müssen, dass bei uns hier jeder Furz gesetzlich geregelt ist. Den Kommentar würde ich mir allerdings bei der Polizei verkneifen. Der Bruch verheilt gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch kaum noch Schmerzen. Schonen müssen Sie sich trotzdem. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen lassen? Ach, danke, das ist nicht nötig. Genau der, den du mir damals in Times Square gegeben hast. Irgendwie habe ich es nicht fertiggebracht, ihn wegzuwerfen. Arthur, es gibt gute Nachrichten. Der Bruch wächst glatt zusammen, wir konnten uns das Röntgen sparen. Ah ja, ich will ja unser Baby nicht unnötig belasten. Hm. Wir sehen uns in 2 Tagen zur nächsten Untersuchung. Tschüss. Danke. Tschüss. Was ist denn mit dir? Nichts.
Ich musste nur an Nora denken. Das hat sie sich gemeldet? Mhm. Weiß sie endlich, was sie will? Ich verstehe Nora nicht. Ihr muss doch klar sein, wie sehr du unter der Trennung leidest. Nein, nein, es ist keine Trennung, es ist nur eine Auszeit. Und das ist schon in Ordnung. So eine Entscheidung trifft man nicht von heute auf morgen. Es ist alles sehr kompliziert, die ganze Situation für alle. Sollen wir? Komm. Hätte ich mich bloß nicht auf dich verlassen. Ist aber nicht besonders nett von ihrem Spusi. Spusi? Fährt meins doch nicht so. Er steht enorm unter Druck. Herr Bürgermeister, sollte man mit ein bisschen Stress klarkommen, finden Sie nicht? Er hat doch die Wahl nur ganz knapp gewonnen. Und nur deswegen, weil er versprochen hat, mit einer Städtepartnerschaft EU-Fördergelder nach Podersdorf zu holen. Ja bitte, es gibt auch unzählige Städte. Ach, wenn Sie wüssten, was er nicht alles versucht hat. Es hatte keine Stadt Interesse, so bin ich doch auf Lüneburg gekommen. Ach, das war Ihre Idee? Ja. Ich war mir sicher, dass ich Thomas überzeugen kann. Ferdi hat mir vertraut. Er steht bei seinen Wählern im Wort. Und jetzt muss ich ihn und die Podersdorfer enttäuschen. Also der Einzige, der irgendjemanden enttäuscht, ist Ihr Sohn. Also ganz ehrlich, ist die Städtepartnerschaft zwischen Podersdorf und Lüneburg schon ziemlich weit hergeholt. Mit ein bisschen Kreativität, da kriegt man auch so eine Städtepartnerschaft erklärt. Also ja, aber was soll ich machen? Ich kann ihn doch nicht zwingen. Bitte, die Rechnung. Sehr gern. Ich werde jetzt nachsehen, wo ihr Geschenk geblieben ist. Keine Angst. Um den Joint kümmere ich mich. Gut. Gut, Frau Hellebaum. Dann warte ich auf Ihren Rückruf. Okay, bis dann. Und? Was hat Frau Hellebaum gesagt? Sie ist komplett dagegen. Aber sie wird sich erkundigen. Vielleicht habe ich ja Glück und ihre Vorgesetzten sind anderer Meinung. Immerhin hat das LKA das Gefahrenpotenzial von Hartmann runtergestuft. Dieser Mann braucht mich also nicht mehr zu interessieren. Frau Hellebaum versteht einfach nicht, dass Ärztin zu sein für mich mehr ist als nur ein Beruf. Das tut mir leid für dich. Diesmal werde ich das nicht akzeptieren. Ich habe es satt, mein Leben von außen bestimmen zu lassen. Frau Hellebaum, Franke? Runaway 95? Nein. Das ging jetzt aber schnell. Okay. Ich danke Ihnen sehr. Und? Frau Hellebaum hat mit dem LKA Rücksprache gehalten. Ich darf jetzt doch in einem medizinischen Beruf arbeiten. Als Ärztin? Das weiß ich noch nicht. Meine Approbation gibt es ja nicht mehr. Katrin Körner ist tot. Aber ist mir ganz egal. Ich würde auch als Krankenschwester oder Rettungsassistentin arbeiten. Hauptsache, ich kann in den Klinikalltag zurück. Costa Rica ein Zeichen im Tierschutz setzen will. Sie schließen alle Zoos und wildern die Tiere aus. Das ist großartig. Ja, du kannst dich ja morgen gleich davon überzeugen. Ich dich auch. Tschüss, Udo. NR 96705 an Tower. Er bitte sofortige Landeerlaubnis. Landeerlaubnis verweigert. Aber sowas von. Ich glaube, Britta liegt mit ihrer Diagnose falsch. Kaspar mag keinen Brei. Was ist denn das für ein Brei? Wonach schmeckt der denn? Nach Kartoffel mit Brokkoli. Also nach nichts. Jetzt ist es amtlich. Der Kaufvertrag für unser Baugrundstück. Wir müssen nur noch unterschreiben. Oh, wow. Und uns endlich darauf einigen, was wir überhaupt bauen wollen. Ah, wonach schmeckt das? Nach nichts. Ich glaube, dein Sohn sieht das genauso. Aus dem wird kein Gourmet. Und ich habe den Verdacht, du drückst dich um die Baudiskussion. Also. Nein, ich drück mich überhaupt nicht. Ich brauche nur mal eine Pause. Weißt du was? Versuch du doch dein Glück. Ich suche schon mal im Internet nach neuen Brei-Rezepten. Ja, yeah, der Papa macht das. Komm mal her, kleiner Mann. Jo, 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 jo. Oh, das ist schön. Jetzt gibt's aber lecker Essen. Mmh. Ja. So, wir
essen jetzt das Grüne. So. Ja, das wird ja eine heiße Fete heute Abend. Ja, Nervennahrung für die Kollegen. Ich muss beim nächsten Showfix mehr Arbeit ankündigen. Für die Kollegen, ha? Aha, für die Kollegen. Ja, ich darf doch nicht, ich hab Diabetes. Ich hab gedacht, das ist für den Heißhunger danach. Hä? Hab ich in deiner Pakettüte gefunden. Hätte ich gar nicht von dir gedacht. Der ist nicht von mir, der muss von meiner Mutter sein. Hm. Johanna kifft? Ach, Unsinn. Was bin ich dir schuldig? 22,50. Und den Joint nimmst du deiner Mama ganz brav wieder mit. Den werde ich irgendwo unauffällig entsorgen. Mhm. So, ich muss mich beeilen. Ja. Schon spät dran. Viel Spaß dabei. Ja, danke. Oh, danke schön. Ich muss mich leider beeilen. Hi, Theo. Hey. Kann ich was für dich tun? Obst. Freie Auswahl. Was kriegst du? 50. Sorry. Das üben wir noch. Tschüss. Ciao. Das ist bei der Polizei doch ganz gut gelaufen. Echte Reue sieht anders aus. Entschuldigung. Von Frau Tine Hedel und aus Dänemark. Das müssen die neuen Zimmermädchenuniformen sein. Ging aber schnell. Ja. Also die alten Uniformen hat Frau da Silva zu einem Superpreis verkauft. Ich danke Ihnen nochmal für das Geld für Ruanda, das Sie gespendet haben. Ja, gern geschehen. Konnten denn die Arbeiten an der Schilfrohrkläranlage wieder aufgenommen werden? Ja, es geht langsam voran, aber stetig. Ja. Wollen wir nur hoffen, dass nicht wieder ein Unwetter dazwischen kommt. Oh, ja? Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Das war der zuständige Richter. Und, welche Entscheidung hat er getroffen? Der hat ihren Fall gerade erst auf den Tisch bekommen. Er war nicht gerade erbaut davon, dass sie den Namen ihrer Käufer nicht preisgegeben haben. Also die kaufen die Masken doch nur für einen guten Zweck und kriegen einen auf den Deckel? Na, so weit kommt's noch. Rein rechtlich gesehen haben die sich durch den Kauf der illegal eingeführten Masken strafbar gemacht. Aber das wussten die doch nicht. Also ich kenne nur Herrn Carstens. Die Namen der anderen Käufer, die kenne ich nicht. Außerdem will ich nicht, dass meine Freunde in Ruanda das Geld aus dem Maskenverkauf zurückzahlen müssen. Die können jede Hilfe gebrauchen. Genauso wie Sie. Wieso? Wie geht es jetzt mit der Anzeige weiter? In der Regel geht so ein Fall vor Gericht, wird wochenlang verhandelt und am Ende bleibt der Angeklagte auf den Gerichtskosten sitzen. Das werden Sie verhindern, richtig? Obendrauf kommt mit Sicherheit noch die Geldstrafe. Eventuell sogar noch Haftstrafe. Moment mal. Das gibt's doch nicht. Das müssen Sie verhindern. Ich konnte den Richter gerade am Telefon davon überzeugen, nach Aktenlage zu entscheiden. Also bleibt Ihnen schon mal ein kostspieliger Prozess erspart. Na ja, Gott sei Dank, warum sagt das nicht gleich? Mann, haben Sie mich erschreckt. Trotzdem werden Sie um eine Strafe nicht herumkommen. Worüber reden wir hier eigentlich? Erstmal über einen Kaffee, zu dem Sie mich einladen werden. Ja, dann nach Ihnen. Jetzt habe ich auch für Lilly alles dabei. Hier ist noch das Insektenspray. Ah, danke. Und sag mal, hast du Wechselwäsche im Handgepäck für sie? Helikopteralarm. Ich bin nicht übervorsichtig, sondern wahnsinnig praktisch. Was soll denn passieren? Oh. Bis Madrid ist sie ohnehin zwischen mir und Herrn Ebinger eingeklemmt. Und ihr beginnt eure Reise also in Buenos Aires? Oh, ich will das gar nicht hören. Oh, 12.000 Kilometer von hier entfernt. Mein armes kleines Mädchen. Wir bleiben erst mal 1-2 Tage in der Stadt, um uns zu akklimatisieren. Und dann geht's im Wohnmobil Richtung Pazifik. Nach Chile? Valparaíso, genau. Auf den Hügeln hinter der Stadt leben viele Künstler. Pablo Neruda hat da auch gelebt. Ja, ich glaube, Lilly interessiert sich bestimmt mehr für die Seilaufzüge, die bis in die Berge hochfahren. Oh, von da habt ihr eine ganz tolle Sicht über die Stadt. Macht bloß Fotos. Ja, mal gucken, was meine Handycam so hergibt. Ich lade ja meine alte Digitale. Echt? Klar. Klasse, Lasse. Ich möchte jeden Tag mindestens ein Foto, ja? Mindestens eins. Als Beweis, dass es uns gut geht, ja? Ja. Lilly wird das toll finden, da bin ich sicher. Es geht auch mehr um meine Beruhigung. Ach. Also ich beneide euch. Ich würde gern mitfahren. Nee. Dich brauche ich hier, zur seelischen Unterstützung.
The Art of Food Truck. Wie klingt das? Das ist doch genial. Ein genialer Name für meine Projektarbeit. Die Dinger sind total im Kommen, Theo. In Hamburg dreht bereits der erste vegane Truck seine Runden. Was ist denn ein Foodtruck anderes als eine rollende Imbissbude? Foodtrucks haben immer eine thematische Spezialisierung und arbeiten ausschließlich mit hochwertigsten Waren. Da ist jetzt meine Currywurst nicht mehr hochwertig. Willst du mir jetzt den ganzen Laden umkrempeln, oder was? Theo, ein bisschen werden wir am Angebot schrauben müssen. Zumindest, wenn ich die Bude meinem Berufsschullehrer als Außenstelle des Carlas verkaufen will. Ja. Mit diesem ganzen Sterne-Schnickschnack, da vertreibst du mir meine Kundschaft. Deine Kundschaft liebt meine Spezialmayo. Und die Galloway-Rindwürste haben sie dir auch aus den Fingern gerissen? Ist ja... Ich muss kurz meinen Dealer anhauen. Herr Jansen, Sie haben da etwas, was Ihrer Mutter gehört. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ja, von dem Joint. Oder haben Sie den bei Herrn Petersen für sich selbst gekauft? Nicht so laut. Petersen hat die Zigarette bei Johannes Post gefunden. Ja, und diese lustige Zigarette, die hätte ich jetzt gerne zurück. Die wird entsorgt. Nee, es wird sie nicht. Es war mein Abschiedsgeschenk für Ihre Mutter. Ich weiß. Aber ich finde es nicht gut, dass Sie meine Mutter Drogen schenken. Ja, Ihnen wollte ich damit ja auch keine Freude machen, also... Na gut. Sie muss wissen, was sie tut. Alt genug ist sie ja. Genau. Wenn ich also bitten darf... Hier. Sind Sie irre? Wenn jemand sieht, dass ich einen Joint aus der Tasche ziehe, habe ich einen Skandal am Hals, der sie gewaschen hat. Wir können ja auch vor die Tür gehen oder aufs Klo zusammen. Das weiß ich. Ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee trinken, und zwar alleine. Herr Carstens. Frau Franke. Hallo. Hallo. Danke, dass Sie so spontan Zeit für mich haben. Ach, ist gar kein Problem. Was kann ich zu dieser späten Stunde für Sie tun? Es geht um das Kulturprogramm für das onkologische Zentrum. Okay. Ich muss Ihnen den Auftrag leider zurückgeben. Erst reißen Sie sich darum und jetzt lassen Sie mich sitzen? Ich weiß. Und es tut mir auch wirklich leid. Wirklich. Ich hoffe, Sie finden unter meinen Mitbewerbern eine passende Alternative. Ich arbeite nicht gerne mit der zweiten Wahl. Was ist los? Haben Sie einen besseren Auftrag reinbekommen? Nein. Ich muss Ihnen sagen, das ist nicht gerade professionell, was Sie da machen. Das stimmt. Ich will mich beruflich neu orientieren. Inwiefern? Darüber kann ich noch nicht sprechen. Nun gut. Sie werden wissen, was Sie tun. Schönen Abend. Danke. Hallo. Otto. Na, gibst du deine Arbeit auf? Ja, ich will zurück in den medizinischen Bereich. Ah, geht das? Unter bestimmten Voraussetzungen. Ich habe das mit Frau Hellebaum besprochen. Und warum hast du mit mir nicht darüber gesprochen? So eine wichtige Entscheidung. Ich dachte, wir besprechen solche Sachen immer zusammen. So wie du mit mir besprochen hast, du Madeleine ein Haus kaufen sollst. Ich muss das jetzt durchziehen. Für mich. Tschüss. Tschüss. Sag mal, hast du kein Zuhause? Ich versteigere Kleider von Frau Jansen. Den Erlös spendet sie für das Ruanda-Projekt von Herrn Lüder. Aha, und? Hast du Erfolg? Ich hab schon 3 Kleider verkauft, die muss ich jetzt nur noch verschicken. 3 Kleider verkauft, das ist ja der Wahnsinn. Komm, das muss gefeiert werden. Wir gehen tanzen. Ich weiß nicht, ich muss morgen sehr früh raus. Ist kein Problem, ich wecke dich. Ja, das hättest du wohl gerne. Ja, du nicht, oder was? Ich werde ganz sanft sein, versprochen. Hey, mach hier keine Dummheiten, das wird alles aufgezeichnet. Seit wann das denn? Gab ein paar Überfälle in der Stadt. Da hat mir Ben hier diese Überwachungskameras eingebaut. Beim Überfall auf dem Kiosk wurde Frau Liskamp sogar verletzt. Ach, im Kiosk ist auch so ein Ding. Ja, Schokoriegel mitgehen lassen, das ist jetzt nicht mehr. Sehr interessant, dass der auch überwacht wird. Also? Was ist jetzt mit Tanzen? Ja, unbedingt. Hallo, es ist lange her, dass ich mit so einer schönen Frau unterwegs war. Du bist so ein Schambolzen. Die Getränke gehen aber trotzdem auf dich. Na komm. Ja, los jetzt!
Mutter diese Städtepartnerschaft nur anleiern, um EU-Fördergelder nach Pudersdorf zu holen? Ferdi hat das zum Wahlkampfthema gemacht. Jetzt steht er unter Zugzwang. Und um wie viel Geld reden wir hier? Es können schon zwischen 5.000 und 150.000 Euro sein, je nach Sinn und Intensität der Städtekooperation. Steht ja für so ein kleines Dorf einiges auf dem Spiel. Ich würde es meiner Mutter ja wirklich gönnen. Sie liebt ihre neue Heimat und würde die Menschen dort gern unterstützen. Hat sie dir deine Absage sehr übel genommen? Insgeheim weiß sie ja, dass Lüneburg und Podersdorf keinen gemeinsamen Nenner haben. Außerdem bin ich aktuell mit dem Bürgermeister von Sundsvall wegen einer Städtepartnerschaft im Gespräch. Bitte ist es aber schon. Ja, zumal deine Mutter immer eine der Ersten ist, wenn es darum geht, anderen zu helfen. Ja, jetzt will sie mit Frau da Silvas Hilfe ihre Garderobe verkaufen und das Geld nach Ruanda spenden. Ja, das habe ich auch mit den abgelegten Zimmermädchenuniformen vom Drei Könige gemacht. Kauf denn abgelegte Zimmermädchenuniformen? Eine Horde wild gewordener junger Frauen. Scheint ein Junggesellinnenabschied zu sein. Ja, in den Zimmermädchenuniformen des Drei Könige. Das kann doch nicht Frau da Silvas Ernst sein. Für ein gutes Bild braucht man auch ein gutes Motiv. Ja, an guten Motiven wird es dir da auf der Tour ja nicht mangeln. Auf der Reise. Ja, ich würde an deiner Stelle nur mit Autofokus arbeiten. Bist du auf der sicheren Seite? Ja, ja. An der Blende kann ich immer noch rumspielen, wenn ich das Handling der Kamera am Griff habe. Das ist richtig. So, ich will noch ein paar Dinge organisieren, bevor ich Lilly von der Kita abhole. Aber vergiss nicht, dass sich alle von Lilly verabschieden möchten, ja? Ja. Lasse, du kommst auch noch zum Tschüss sagen vorbei, oder? Na klar. Super. Dann bis später. Bis später. Tschüss. Oh Gott, ich vermisse Lilly jetzt schon. Du kannst mir gerne die nächsten zwei Wochen Pausenbrote schmieren und mich in den Schlaf singen, wenn dir das hilft. Das möchtest du nicht. Doch. Oh, ich wäre wirklich nur ungern. Hallo. Hallo. Medizin und Forschung, was willst du denn damit? Lesen. Aha, das Thema geht dir wohl in letzter Zeit nicht mehr aus dem Kopf, oder? Ich will mich beruflich neu orientieren. Und deine Kulturarbeit? Die gebe ich auf. Es ist Zeit für was Neues. In der Medizin? Ja. Ich habe ja schon mal eine Zeit lang als Rettungsassistentin gearbeitet. Es hat Spaß gemacht. Und Sie haben offensichtlich ein Händchen dafür. Also ich hatte Albträume nach deiner Rettung von Frau Lieskamp. Also du wirst schon mal kein Arzt. Uff. Ich finde das wahnsinnig mutig, nach so vielen Jahren in eine andere Branche zu wechseln. Ich hoffe, der Mut wird belohnt. Wissen Sie denn schon, als was Sie arbeiten wollen? Als Krankenschwester oder wollen Sie wieder zurück auf den Rettungswagen? Ich weiß noch nicht. Ich muss mir erst mal einen Überblick verschaffen. Dazu wäre natürlich ein Praktikum ganz günstig. Ich könnte bei uns in der Klinik mal nachfragen. Ein Klinikpraktikum? Ja, warum nicht? Da würden Sie dann 6 Monate lang mitlaufen und könnten sich in Ruhe überlegen, als was Sie arbeiten möchten. Oh, ja, das wäre fantastisch. Ja? Ja. Du sitzt mit Lilly und Herrn Berger in einem Flieger? Wir sind zufälligerweise auf denselben Flug gebucht, aber nur bis Madrid. Okay, und die beiden fliegen dann weiter nach Buenos Aires und du nach San Jose? Richtig, aber vorher muss ich noch die Bauausschusssitzung hinter mich bringen. Nein, du verstehst das nicht. Marmor ist auch ein Naturprodukt. Aber ich will in meinem neuen Zuhause nicht auf kaltem Steinboden laufen, sondern auf warmen Holzdielen. Inge, Volker redet die ganze Zeit von Kompromissen, aber bisher mache nur ich Zugeständnisse. Aber wenn ihr schon über Bodenbelege diskutiert, seid ihr euch also über die Grundarchitektur einig. Machst du Witze? Merle besteht auf ihre chaotisch verspielte Holzhütte. Ja, weil ich nicht in einem Betonklotz wohnen will, der aussieht wie eine Garage. Naja, auf irgendeinen Stil werden wir uns einigen müssen. Warum könnt ihr nicht Bauhaus und schwedische Gemütlichkeit verbinden? Wie soll denn das aussehen? Bauhaus-Bungalow aus Holz? Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und was ist da mit deinen Giebelchen und Treppchen und Gauben und was weiß die ich? Die realisieren wir dann an Kaspars Villa Kunterbunt im Garten. Villa Kunterbunt? Davon höre ich zum ersten Mal. Ein bisschen Chaos muss sein. Hm? Darf ich reinkommen? Ja, nur wenn Sie gute Nachrichten bringen. Der Richter hatte wirklich einen guten Tag. Ja? Sie kommen mit einem blauen Auge davon. Ah, wunderbar. Es gibt also doch noch Gerechtigkeit. Ja, Sie zahlen 30 Tagessätze, 100 Euro und die Sache ist erledigt. 3.000 Euro? Ja. Und Sie sagten doch, der Richter ist gut drauf.
Also vor dem Hintergrund, dass sie die Masken weiterverkauft haben, obwohl sie wussten, dass sie eine Straftat begehen. Also Moment mal, so kann man das nicht sehen. Und dass sie sich geweigert haben, die Namen der Käufer preiszugeben, ist dieses geringe Strafmaß fast ein Wunder. Aber 3000 Euro, das ist doch eine Menge Schotter. Wenn sie das Geld nicht haben, dann leih ich es ihnen. Nein, das bringe ich schon selbst auf. Ich finde das nur total ungerecht. Herr Lüder, Sie haben gegen das Gesetz verstoßen und sich strafbar gemacht. Was ist denn das für ein Gesetz, das Wohltäter wie mich mit Wilderern und irgendwelchen Strauchdieben über einen Kamm schert? Weil sonst jeder behaupten könnte, dass die Tiere schon tot waren, bevor sie gefunden und weiterverarbeitet wurden. Gesetze können nun mal nicht auf jeden Einzelfall zugeschnitten sein. So läuft das in unserem System. Da läuft dann was gewaltig schief. Sie haben alle meine Kleider verkauft? Sie müssen sie nur noch per Post verschicken. Die Adressen bekommen Sie von mir per Mail. Und? Ist wenigstens ein bisschen Geld reingekommen? So einiges. Herr Lüder wird sich freuen. Sehr schön. Ja, gerne. Ach, gut, dass ich dich treffe. Hey. Ich wollte dir mal einen Gefallen bitten. Wenn ich weg bin, würdest du vielleicht ab und zu mal nach meinem Schuppen schauen? Ja, natürlich. Ach, klasse. Dankeschön. Ich wollte nicht dein Flickenschild aufbürden. Und? Geht's gleich los auf die Panamericana? Ja, in ein paar Stunden. Ach, super. Ganz viel Spaß, ja. Und schick mal ein paar Fotos zwischendurch, ja? Mach. Bis dann. Bis dann. Hey. Hey. Na, Mademoiselle. Ich dachte, du wolltest mich wecken. Es war ein schöner Abend, oder nicht? Lern mal ein bisschen Samba, dann hast du vielleicht noch mal eine Chance bei mir. Comprendi. Das nennt mein Zimmermädchen mit Flirtfaktor. Sie haben die Uniform gekauft. Warum müssen Sie unbedingt hier damit auflaufen? Ich finde, sie passen optimal hierher. Hi. Oh, Sie finden das lustig? Sagen Sie, wie konnten Sie die Zimmermädchenuniform an diese Damen verkaufen? Aber Moment, ich wusste ja nicht, was Sie damit vorhaben. Und was sollen unsere Gäste denken, wenn unser Personal verrückt geworden ist? Ja, toll ist es nicht. Sie müssen die Zimmermädchenuniform zurückfordern, erstatten Sie den Kaufpreis und der ganze Spuk hat ein Ende. Moment, ich sollte die Uniform verkaufen. Wenn Sie die wiederhaben wollen, dann müssen Sie das jetzt selbst regeln. Schön, dass du gekommen bist. Auch anders kriegen die Affen auch Hunger. Und, tut der Abstand gut zu mir? Hast du dir über uns nachgedacht? Ganz ehrlich? Ja. Ich habe mich davor gedrückt. Oh. Dazu war die Pause eigentlich da, dass wir uns beide Gedanken darüber machen. Ja, ich weiß. Aber immer, wenn ich versuche, mir unsere Zukunft vorzustellen, dann läuft das aufs Gleiche hinaus. Aha. Und das wäre? Ich kann wirklich gut verstehen, dass du ein Kind aufwachsen sehen willst. Und ich finde es auch richtig, dass du die Verantwortung übernimmst. Aber wenn wir ehrlich sind und uns überlegen, wie das aussehen soll, dann bleibt für unsere Beziehung gar keine Zeit mehr. Das stimmt nicht. Natürlich. Als Leiter des EPI hast du mindestens einen 12-Stunden-Tag. Und wenn du dann nach Hause gehst... Naja, mein Zuhause ist ja bei dir. Okay, wenn du in die Einliegerwohnung... Ah, übrigens, die Einliegerwohnung wird es nicht geben. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich bleibe in meiner alten Wohnung. Ist doch ganz egal. Also, wenn du am Wochenende endlich Zeit für dein Kind hättest, dann wirst du zu mir nach Lüneburg kommen. Also, das wird nicht funktionieren. Ich habe mir das so gedacht. Ich werde einfach früher im Büro sein. Ich werde um 5 Uhr ins Büro gehen, dann habe ich abends immer noch ein paar Stunden für das Baby. Auf diese Weise bist du am Ende der Woche fix und fertig. Und dann wirst du dich in ein Flugzeug quälen und zu mir kommen? Ich brauche mich nicht ins Flugzeug zu quälen, um zu dir zu kommen. Ich werde mich die ganze Woche über auf den Heimflug freuen. Arthur, sei realistisch. Ich bin realistisch. Was bedeutet das jetzt für uns? Weiß ich nicht. Ich liebe dich auch. Meine Damen, bitte! Das ist die Lobby eines 5-Sterne-Hotels!
Bitte, bitte seien Sie so gut und setzen Sie Ihre Feier woanders fort, in einem anderen Lokal. Bitte. Ja, also gut. Sie sind die Braut. Sie feiern hier in Lüneburg. Ich spendiere Ihnen und Ihrem Bräutigam anlässlich der Hochzeitsnacht die Honeymoon Suite. Bitte, bitte. Dafür verlassen Sie umgehend mein Hotel. Da, ja, da. Wow. Danke. Ja, die neuen Zimmermädchen sind ja richtig gut drauf. Du hast da was. Ja, Lilly, Papa möchte auch los. Ja. Ups, Frau Ebinger. Ihr Mann ist jetzt seit einer halben Stunde überfällig. Ja, die Stadtratssitzung müsste längst vorbei sein. Mailbox, ich verstehe das nicht. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Hm? Fahren Sie mal zum Flughafen. Sie müssen ja von Madrid Ihren Anschlussflug bekommen. Ach, gut, wir sind doch nicht zu spät. Inge, wo ist Udo? Ja. Keine Ahnung. Entschuldigt. Die Sitzung wollte kein Ende nehmen. Ja, ein Glück, sonst hätten wir den Abschied verpasst. Ja, wir sind auch gerade erst gekommen. Ja. Diese Sitzung vom Bauausschuss war leider sehr unerfreulich. Jetzt ist sie ja vorbei. Abflug, Herr Ebinger. Sofort. Der Ausschuss hat den Bebauungsplan verschärft. Ja, die Nachbarn haben Druck gemacht, die wollen mehr Siedlungscharakter. Und was bedeutet das? Das bedeutet mehr Konformität. Spitzdach, Klinker, Eingang nur von vorn, Carport nur rechts neben dem Haus. Aber den Gartenzaun dürft ihr selbst bestimmen. Na super, das gibt's ja wohl nicht. Ja, ich habe versucht, das zu verhindern, aber die Mehrheit der Ausschussmitglieder will es sich nicht mit den Anwohnern verderben. Dann können wir unseren Holzbungalow wohl vergessen, ne? Ja, und unsere ganze Streiterei war umsonst. Nein. Sorry, ich muss jetzt wirklich los. Ja. Ach so, sag mal, Ben, hast du das Hörspiel von Lilly auf den MP3-Player gepackt? Ja, du klappst. Ihren Kopfhörer umliegen lassen. Ben. Oh. Also... Kinder, bereit für Costa Rica? Oh, ja. Tschüss. So, kleine Maus. Passen Sie gut auf Sie auf. Das Abenteuer geht los. Bist du bereit? Ben, komm heil über den Teich. Ja. Bleib gesund. Danke. Viel Spaß. Viel Spaß, Lilly. Herr Berger, schön Gas geben. Ja? Schön Gas. Tschüss. Tschüss. Das darf doch nicht wahr sein. Siedlungshäuser sind so spießig. Nein, wir bekommen unseren Holzbungalow. Garantiert, das verspreche ich dir. Hm. Du bist. Komm rein. Störe ich? Nein, überhaupt nicht. Ich bereite nur für morgen meine Vorlesung vor. Kann ich dir helfen? Ich höre mir deinen Vortrag gerne an. Willst du den zweistündigen Vortrag über Molekularteilchen anhören? Zweifel ich. Was ist denn los? Keine Vorlesung der Welt macht dir solche Sorgenfalten. Es geht nicht um die Vorlesung. Es geht nur um mich. Aber ich will dich nicht mit meinen Problemen belassen. Warum denn nicht? Ich tue es ja auch. Es ist, wie du gesagt hast. Die Situation ist für alle Beteiligten schwierig. Da sollten wir uns unterstützen. Meinst du nicht? Ja. Nora und ich, wir wissen nicht, ob wir es hinbekommen. Habt ihr euch gestritten? Nein, wir haben uns nicht gestritten. Wir wissen nur nicht, wie wir es hinbekommen. Tut mir leid. Entschuldige, Madeleine, es tut mir leid, aber ich
freue mich auf das Kind. Versteh mich nicht falsch. Es ist nur... Gibt es denn schon ein Ultraschallbild? Ja, gibt es. Hast du es dabei? Ich hab's gerade nicht dabei, aber ich zeig's dir gerne bei Gelegenheit. Mhm. Ist da deine Fotoreportage über die Elbe drin? Erscheint leider erst in der nächsten Ausgabe. Ach, Moment. Was kriegst du? Oh, Entschuldige. Thomas. Tut mir leid, mein Fehler. Komm, ich mach das schon. Ja, danke. Ja, ja. Nein. Ja, Frau Krause. Ja, ich bin sofort im Büro. Bis gleich. Ja. Moin. Moin. Sag mal, krieg ich einen Coffee to go? Aber gerne. Der Laden wurde neulich überfallen, habe ich gehört. Ja, ich hab jetzt auch Video überwacht. Ah, interessant. Ja, du, wie funktioniert denn das? Die Aufnahmen gehen direkt auf meinen Laptop. Nach 48 Stunden wird die Aufzeichnung gelöscht. Aha, aha. Spannend, ja. Hm? So, genau, stell einfach. Warte mal, nicht von Thomas. Theo, pass kurz auf den Laden auf. Ich bin gleich wieder da. Vielleicht krieg ich den noch. Ja, 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 ich pass auf. Der verdammte Stick, Herrgott, noch mal! Auf jetzt, ja. Jetzt mach schon, los! Auf jetzt! Hallo, ja, sorry, bin 5 Minuten da, ist ein Notfall, tut mir leid. Ciao! Hallo, mein Lichter. Was gibt's? Ja, ich wollte mit Ihnen noch mal über meine Geldstrafe sprechen. Ach, wenn Sie Widerspruch einlegen wollen, dann müssen Sie sich einen anderen Anwalt suchen. Nein, ich weiß, Sie haben alles getan. Ich würde die 3.000 Euro nur lieber abarbeiten, als bar zu bezahlen. Sie meinen in Form von gemeinnütziger Arbeit? Naja, das ist doch sinnvoller, als das Geld in der Stadtkasse versinken zu lassen. Ich habe im Internet recherchiert und habe gelesen, dass das geht. Ja, diese Möglichkeit gibt's. Dabei werden die Tagessätze der Geldstrafe in jeweils 4 bis 6 Arbeitsstunden umgewandelt. Naja, das klingt doch gut. Hm? Ja, aber normalerweise findet diese Regelung nur Anwendung bei Verurteilten, die sich die Geldstrafe nicht leisten können und nicht zahlen können. Ach ja? Ja, aber wenn Sie möchten, frage ich gerne mal bei dem Richter nach. Vielleicht ist er in Ihrem Fall mit der Umwandlung der Geldstrafe einverstanden. Ja, das klingt ja toll. Wunderbar. Wollen Sie sich das wirklich antun? Ich meine, Müll sammeln im Park oder Unkraut jäten auf Verkehrsinseln? Also dazu wird es bestimmt nicht kommen. Im Moment wird doch jede Hand bei der Flüchtlingshilfe gebraucht. Ja, das kann natürlich sein. So, und da ich mich in diesem Bereich auch weiter engagieren möchte, passt das perfekt. Ja? Haben Sie Zeit für einen Kaffee? Udo ist gerade auf dem Weg nach Costa Rica und ich brauche ein bisschen Gesellschaft. Später, sehr gerne. Ach, darf ich?
So eine Schwangerschaft ist immer ein kleines Wunder. Ich möchte Arthur das Ultraschallbild schenken. Vielleicht muntert ihn das ein bisschen auf. Braucht er Aufmunterung? Frau Franke macht ihm gerade das Leben schwer. Diese Frau kreist nur um sich. Ihre Probleme, ihr Glück, ihre Zukunft. Geht es den beiden nicht eher um den Aufbau ihrer gemeinsamen Zukunft? Sie weiß Arthur überhaupt nicht zu schätzen. So ein großartiger Mensch. Sensibel, intelligent, erfolgreich. Er hat eine Frau an seiner Seite verdient, die ihn bedingungslos unterstützt, statt ihn zu belasten und ihn auszubremsen. Eine Frau wie Sie. Frau Jansen, ich habe ein Geschenk für Sie. Oh, Draculas Vergeltung. Bitte, ja. Tim. Da habe ich etwas weit Besseres. Nein, hat Ihr Sohn denn endlich rausgerückt? Ja, aber natürlich nicht ohne viele mahnende Worte. Ja, na, verstehe. Ja, dann mal los, ne? Auf die guten alten Zeiten. Her damit. Es ist ein bisschen trocken, aber noch gut. Ja, ich kiefe ja eigentlich nicht. Das heißt nicht mehr. Das habe ich aber anders in Erinnerung. Ich habe doch damals nur gekifft, damit Sie mit Ihrem Bewährungshelfer keinen Ärger bekommen. Aber es hat Ihnen schon gefallen, ne? Die Inspiration, ja. Die Entspannung. Naja, aber um jetzt zu entspannen, braucht's etwas mehr als ein bisschen Rauch. Na, vielleicht habe ich da was für Sie. Sie wollen doch, dass Ihr Sohn diese Städtepartnerschaft mit Podersdorf abnickt. Ja, dazu werde ich ihn nicht mehr überreden können. Oder soll ich ihm Angst machen mit dem Dracula-Film, damit er zustimmt? Fast. Da ist eine Aufnahme von der Überwachungskamera aus dem Kiosk drauf. Zu sehen ist der Herr Oberbürgermeister, wie er von Lasser den Joint kauft. Das tut was? Naja, der Joint ist natürlich der von Ihnen und die Kohle, die da über den Tresen wandert, ist für irgendwelche Einkäufe, aber das weiß ja kein Mensch. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ihr Sohn wird wahrscheinlich viel dafür tun, dass diese Aufnahmen nicht an die Öffentlichkeit geraten. Theo! Ich soll Thomas erpressen? Erpressen, das ist ein ganz schön hartes Wort, so würde ich das jetzt nicht nennen. Also wirklich? Noch ein Zug? Morgen früh 7 Uhr. Ja. Danke, Frau Dr. Berger, danke. Ich habe das Praktikum. Die Klinikleitung hat zugestimmt. Ich kann morgen früh anfangen. Dann werde ich dich die nächsten 6 Monate nicht sehen. Ich habe ja gehört, die nehmen ihre Praktikanten ziemlich hart ran. Das will ich hoffen. Ich freue mich so darauf. Ich freue mich so darauf. Je mehr Ablenkung, desto besser. Immer noch Stillstand zwischen dir und Arthur? Ja. Oh. Hast du was vergessen? Ganz im Gegenteil. Ich dachte, das kann dich vielleicht ein bisschen aufmuntern. Du warst vorhin so niedergeschlagen. Für mich? Verstehe mich nicht falsch, ich gönne Arthur das Glück, sein Kind aufwachsen zu sehen. Und ich zweifle auch nicht daran, dass er mich liebt. Trotzdem steuern wir auf eine Trennung zu. Auch wenn ich das gar nicht will. Warte doch erst mal ab. Abwarten? Daran wird sich nichts ändern, bis sein Kind volljährig ist. Ihr werdet eine Lösung finden. Vielleicht nicht sofort, aber ihr werdet sie finden. Ich will mit Arthur zusammen sein. Es ist unglaublich, dass du dieses kleine Wesen in dir trägst. Und es wächst. Jede Sekunde.
Wir kriegen tatsächlich ein Kind. Gehören beide nicht zu den Leuten, die gerne von der Stange kaufen. Ich verstehe das sowieso nicht. Ja? Wenn auf einer Party zwei Frauen mit demselben Kleid auftauchen, dann ist das gleich eine Riesenkatastrophe. Aber in einheitlichen Wohnbatterien wohnen, ja, das ist der letzte Schrei. Willkommen in Deutschland. Wir ziehen nicht in so eine Wohneinheit 26C ein. Wir expandieren mit dem Carlas in Theos Wurstbude und bieten dort Ableger der Carlas-Küche an. Was halten Sie davon? Mama! Geben Sie her, schnell! Hier bist du. Du hast Besuch. Hi. Hi. Hi, Thomas. Ach, da ist ja der Lüneburg-Image-Film. Den darf ich gar nicht vergessen. Wahrscheinlich hat er den Joint schon geraucht. Ach, eher fallen Ostern und Weihnachten zusammen. Aber wenn er ihn entdeckt hat, dann kann ich mir was anhören. Ah. Ist er das? Ist das Thomas? Hat er den Joint gefunden? Nein, das ist Ferdi. Ah, Liebesgrüße aus Österreich. Macht mir Vorwürfe, weil ich Thomas nicht zur Städtepartnerschaft überreden konnte. Dabei ist er ganz allein schuld. Ich wollte Thomas vorsichtig an das Thema ranführen. Stattdessen platzt er am Telefon damit raus. Er hätte Thomas einladen sollen nach Podersdorf. Und wenn der erst mal vor Ort ist, dann hätten wir ihn doch rumgekriegt. Jetzt könnten wir den Joint gut gebrauchen, ha? Ich hätte Ferdi nicht so großspurig versprechen dürfen, dass ich Thomas dazu überreden kann. Wir gehen jetzt ein Teechen trinken. Idealerweise sagen Sie bei der Polizei gar nichts. Ich soll also die Aussage verweigern? Jedenfalls so lange, bis ich mir Akteneinsicht verschafft habe. Ah, dann denken die, ich habe was zu verbergen. Wenn die Anzeige von Paragrafen Schulze auf einem bloßen Verdacht beruht, haben Sie nichts zu befürchten. Ich habe die Masken verkauft, um Menschen in Not zu helfen. Wenn die Justiz mir daraus einen Strick drehen will, also bitte. Herr Lüder, wir drehen um zum Kreis, bitte. Sie vielleicht. Mein Weg ist klar und geradeaus. Moralisch bin ich ja ganz bei Ihnen. Aber rein Jurist. Langsam. Jetzt erzähl. Was heißt, du willst zurück zur Medizin? Ich muss es einfach versuchen. Ich muss. Das ist es, was ich mein Leben lang gewollt hatte. Klar liebe ich die Literatur. Aber mein Herz schlägt für die Medizin. Du willst wirklich wieder als Ärztin arbeiten? Ach, das wäre ein Traum. Aber es wird nicht so einfach. Katrin Körner ist tot. Geht das denn? Dein Staatsexamen hast du doch dann als Katrin Körner gemacht und du musstest deinen Beruf für den Zeugenschutz aufgeben. Ja, aber Hartmann ringt im Gefängnis mit dem Tod. Ich glaube, der hat andere Sorgen, als sich an mir zu rächen. Aber du hast schon recht. Du musst das mit Frau Hellebaum klären. Aber bis jetzt hat sie dich immer unterstützt. Ich war so glücklich in der Klinik. Ich brauche diesen Neustart. Ich bin mir sicher, du bist eine ganz, ganz tolle Ärztin. Jedenfalls hat Madeleine meine Thorax-Drainage überlebt. Lass mich, warte. Appetit. Dir auch. Ach, weißt du, Menschen zu helfen, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich verstehe nicht, wo der Joint abgeblieben ist. Moment mal, hatten Sie nicht noch eine dritte Tüte? Stimmt. Da war der Laptop für die Familie Adavi drin. Tja, dann ist der Joint in der Tüte. Und wo ist die? Den Laptop sollte Thomas zur Post bringen und verschicken. Das heißt, die Tüte hatte er. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was? Alles sehr kompliziert, die ganze Situation für alle. Sollen wir? Komm. Hätte ich mich bloß nicht auf dich verlassen.
Ist aber nicht besonders nett von ihrem Gspusi. Gspusi? Ferdi meint's doch nicht so. Er steht enorm unter Druck. Ihr Bürgermeister sollte mal mit ein bisschen Stress klarkommen, finden Sie nicht? Er hat doch die Wahl nur ganz knapp gewonnen. Und nur deswegen, weil er versprochen hat, mit einer Städtepartnerschaft EU-Fördergelder nach Podersdorf zu holen. Ja bitte, es gibt auch unzählige Städte. Ach, wenn Sie wüssten, was er nicht alles versucht hat. Es hatte keine Stadt Interesse, so bin ich doch auf Lüneburg gekommen. Ach, das war Ihre Idee? Ja, ich war mir sicher, dass ich Thomas überzeugen kann. Ferdi hat mir vertraut. Er steht bei seinen Wählern im Wort. Und jetzt muss ich ihn und die Podersdorfer enttäuschen. Also der Einzige, der irgendjemanden enttäuscht, ist Ihr Sohn. Also, ganz ehrlich, ist die Städtepartnerschaft zwischen Podersdorf und Lüneburg schon ziemlich weit hergeholt. Mit ein bisschen Kreativität, da kriegt man auch so eine Städtepartnerschaft erklärt. Also ja, aber was soll ich machen? Ich kann ihn doch nicht zwingen. Bitte, ja, die Rechnung. Sehr gern. Ich werde jetzt nachsehen, wo Ihr Geschenk geblieben ist. Keine Angst. Um den Joint kümmere ich mich. Gut. Gut, Frau Hellebaum. Dann warte ich auf Ihren Rückruf. Okay. Bis dann. Und? Was hat Frau Hellebaum gesagt? Sie ist komplett dagegen. Aber sie wird sich erkundigen. Vielleicht habe ich ja Glück und Ihre Vorgesetzten sind... Die Schlangen waren bereits tot, als man sie gefunden und ihre Haut weiterverarbeitet hat. Also habe ich mir nichts vorzuwerfen. Und genau das werde ich diesen Staatsbeamten auch so sagen. Wenn ich Sie schon nicht von dieser Aussage abbringen kann, dann zeigen Sie wenigstens etwas Reue, sonst haben Sie später vor Gericht schlechte Karten. Also ich bereue nur, dass ich die Sache so blauäugig angegangen bin. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Aber dabei hätte ich doch wissen müssen, dass bei uns hier jeder Furz gesetzlich geregelt ist. Den Kommentar würde ich mir allerdings bei der Polizei verkneifen. Der Bruch war halt gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch kaum noch Schmerzen. Schonen müssen Sie sich trotzdem. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen lassen? Ach, danke, das ist nicht nötig. Das ist nicht der... Das ist genau der, den du mir damals im Times Square gegeben hast. Irgendwie habe ich es nicht fertiggebracht, ihn wegzuwerfen. Arthur, es gibt gute Nachrichten. Der Bruch wächst glatt zusammen, wir konnten uns das Röntgen sparen. Ah ja, ich will ja unser Baby nicht unnötig belasten. Hm. Wir sehen uns in 2 Tagen zur nächsten Untersuchung. Tschüss. Danke. Und tschüss. Was ist denn mit dir? Nichts. Ich musste nur an Nora denken. Das hat sie sich gemeldet? Hm. Weiß sie endlich, was sie will? Ich verstehe Nora nicht. Ihr muss doch klar sein, wie sehr du unter der Trennung leidest. Nein, nein, es ist keine Trennung, es ist nur eine Auszeit. Und das ist schon in Ordnung. So eine Entscheidung trifft man nicht von heute auf morgen. Das ist Sandra Meinung. Immerhin hat das LKA das Gefahrenpotenzial von Hartmann runtergestuft. Dieser Mann braucht mich also nicht mehr zu interessieren. Frau Hellebaum versteht einfach nicht, dass Ärztin zu sein für mich mehr ist als nur ein Beruf. Das tut mir leid für dich. Diesmal werde ich das nicht akzeptieren. Ich habe es satt, mein Leben von außen bestimmen zu lassen. Frau Hellebaum, Franke? Runaway 95? Nein. Das ging jetzt aber schnell. Okay. Ich danke Ihnen sehr. Und? Frau Hellebaum hat mit dem LKA Rücksprache gehalten. Ich darf jetzt doch in einem medizinischen Beruf arbeiten. Als Ärztin? Das weiß ich noch nicht. Meine Approbation gibt es ja nicht mehr. Katrin Körner ist tot. Aber ist mir ganz egal. Ich würde auch als Krankenschwester oder Rettungsassistentin arbeiten. Hauptsache, ich kann in den Klinikalltag zurück. Dass Costa Rica ein Zeichen im Tierschutz setzen will. Sie schließen alle Zoos und wildern die Tiere aus. Das ist großartig.
Ja, du kannst dich ja morgen gleich davon überzeugen. Ich dich auch. Tschüss, Udo. Ja, darf ich reinkommen? Ja, nur wenn Sie gute Nachrichten bringen. Der Richter hatte wirklich einen guten Tag. Ja? Sie kommen mit einem blauen Auge davon. Ah, wunderbar. Es gibt also doch noch Gerechtigkeit. Ja, Sie zahlen 30 Tagessätze, 100 Euro und die Sache ist erledigt. 3000 Euro? Ja. Und Sie sagten doch, der Richter ist gut drauf. Also vor dem Hintergrund, dass Sie die Masken weiterverkauft haben, obwohl Sie wussten, dass Sie eine Straftat begehen. Also Moment mal, so kann man das nicht sehen. Und dass Sie sich geweigert haben, die Namen der Käufer preiszugeben, ist dieses geringe Strafmaß fast ein Wunder. Aber 3000 Euro, das ist doch eine Menge Schotter. Wenn Sie das Geld nicht haben, dann leihe ich es Ihnen. Nein, das bringe ich schon selbst auf. Ich finde das nur total ungerecht. Herr Lüder, Sie haben gegen das Gesetz verstoßen und sich strafbar gemacht. Was ist denn das für ein Gesetz, das Wohltäter wie mich mit Wilderern und irgendwelchen Strauchdieben über einen Kamm schert? Weil sonst jeder behaupten könnte, dass die Tiere schon tot waren, bevor sie gefunden und weiterverarbeitet wurden. Gesetze können nun mal nicht auf jeden Einzelfall zugeschnitten sein. So läuft das in unserem System. Da läuft dann was gewaltig schief. Sie haben alle meine Kleider verkauft. Sie müssen sie nur noch per Post verschicken. Die Adressen bekommen Sie von mir per Mail. Und? Ist wenigstens ein bisschen Geld reingekommen? So einiges. Herr Lüder wird sich freuen. Sehr schön. Ja, gerne. Ach, gut, dass ich dich treffe. Hey. Ich wollte dir mal einen Gefallen bitten. Wenn ich weg bin, würdest du vielleicht ab und zu mal nach meinem Schuppen schauen? Ja, natürlich. Ach, klasse. Dankeschön. Ich wollte nicht dein Flickenschild aufbürden. Und? Geht's gleich los auf die Panamericana? Ja, in ein paar Stunden. Ach, super. Ganz viel Spaß, ja. Und schick mal ein paar Fotos zwischendurch, ja? Mach ich. Bis dann. Bis dann. Hey. Hey. Na, Mademoiselle. Ich dachte, du wolltest mich wecken. Es war ein schöner Abend, oder nicht? Lern mal ein bisschen Samba, dann hast du vielleicht noch mal eine Chance bei mir. Comprendi. Das nennt mein Zimmermädchen mit Flirtfahrt. Sie haben die Uniform gekauft. Warum müssen Sie unbedingt hier damit auflaufen? Ich finde, sie passen optimal hierher. Hi. Na, oh, Sie finden das lustig. Sagen Sie, wie konnten Sie die Zimmermädchenuniform an diese Damen verkaufen? Aber Moment, ich wusste ja nicht, was Sie damit vorhaben. Und was sollen unsere Gäste denken, wenn unser Personal verrückt geworden ist? Ja, toll ist es nicht. Sie müssen die Zimmermädchenuniform zurückfordern, erstatten Sie den Kaufpreis und der ganze Spuk hat ein Ende. Moment, ich sollte die Uniform verkaufen. Wenn Sie die wiederhaben wollen, dann müssen Sie das jetzt selbst regeln. Schön, dass du gekommen bist. Ja, es geht langsam voran, aber stetig. Ja. Wollen wir nur hoffen, dass nicht wieder ein Unwetter dazwischen kommt. Oh, ja? Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Das war der zuständige Richter. Und? Welche Entscheidung hat er getroffen? Der hat Ihren Fall gerade erst auf den Tisch bekommen. Er war nicht gerade erbaut davon, dass Sie den Namen Ihrer Käufer nicht preisgegeben haben. Also die kaufen die Masken doch nur für einen guten Zweck und kriegen einen auf den Deckel? Na, so weit kommt's noch. Rein rechtlich gesehen haben die sich durch den Kauf der illegal eingeführten Masken strafbar gemacht. Aber das wussten die doch nicht. Also ich kenne nur Herrn Carstens. Die Namen der anderen Käufer, die kenne ich nicht. Außerdem will ich nicht, dass meine Freunde in Ruanda das Geld aus dem Maskenverkauf zurückzahlen müssen. Die können jede Hilfe gebrauchen. Genauso wie Sie. So? Wie geht es jetzt mit der Anzeige weiter? In der Regel geht so ein Fall vor Gericht, wird wochenlang verhandelt und am Ende bleibt der Angeklagte auf den Gerichtskosten sitzen. Das werden Sie verhindern, richtig? Obendrauf kommt mit Sicherheit noch die Geldstrafe. Eventuell sogar noch Haftstrafe. Moment mal. Das gibt's doch nicht. Das müssen Sie verhindern. Ich konnte den Richter gerade am Telefon davon überzeugen, nach Aktenlage zu entscheiden. Also bleibt Ihnen schon mal ein kostspieliger Prozess erspart. Ja, Gott sei Dank, warum sagt das nicht gleich? Mann, haben Sie mich erschreckt. Trotzdem werden Sie um eine Strafe nicht herumkommen. Worüber reden wir hier eigentlich? Erstmal über einen Kaffee, zu dem Sie mich einladen werden. Ja, dann nach Ihnen. So,
Jetzt habe ich auch für Lilly alles dabei. Hier ist noch das Insektenspray. Ah, danke. Und sag mal, hast du Wechselwäsche im Handgepäck für sie? Helikopteralarm. Ich bin nicht übervorsichtig, sondern wahnsinnig praktisch. Ja, was soll denn passieren? Oh. Bis Madrid ist sie ohnehin zwischen mir und Herrn Ebinger eingeklemmt. Und ihr beginnt eure Reise also in Buenos Aires? Oh, ich will das gar nicht hören. Oh, 12.000 Kilometer von hier entfernt. Mein armes kleines Mädchen. Wir bleiben erst mal 1-2 Tage in der Stadt, um uns zu akklimatisieren. Und dann geht's im Wohnmobil Richtung Pazifik. Nach Chile? Valparaíso, genau. Auf den Hügeln hinter der Stadt leben viele Künstler. Pablo Neruda hat da auch gelebt. Ja. Ja, ich glaube, Lilly interessiert sich bestimmt mehr für die Seilaufzüge, die bis in die Berge hochfahren. Oh. Von da habt ihr eine ganz tolle Sicht über die Stadt. Macht bloß Fotos. Naja, mal gucken, was meine Handycam so hergibt. Ich leihe dir meine alte Digitale. Echt? Klar. Klasse, Lasse. Ich möchte jeden Tag mindestens ein Foto, ja? Mindestens eins. Als Beweis, dass es uns gut geht, ja? Ja. Lilly. Der verdammte Stick, Herrgott, noch mal! Auf jetzt, ja. Jetzt mach schon, los! Auf jetzt! Hallo, ja, sorry, bin 5 Minuten da, ist ein Notfall, tut mir leid. Ciao! Hallo, Marlene. Was gibt's? Ja, ich wollte mit Ihnen noch mal über meine Geldstrafe sprechen. Ach, wenn Sie Widerspruch einlegen wollen, dann müssen Sie sich einen anderen Anwalt suchen. Nein, ich weiß, Sie haben alles getan. Ich würde die 3.000 Euro nur lieber abarbeiten, als bar zu bezahlen. Sie meinen in Form von gemeinnütziger Arbeit? Naja, das ist doch sinnvoller, als das Geld in der Stadtkasse versinken zu lassen. Ich habe im Internet recherchiert und habe gelesen, dass das geht. Ja, diese Möglichkeit gibt's. Dabei werden die Tagessätze der Geldstrafe in jeweils 4 bis 6 Arbeitsstunden umgewandelt. Naja, das klingt doch gut. Ja, aber normalerweise findet diese Regelung nur Anwendung bei Verurteilten, die sich die Geldstrafe nicht leisten können und nicht zahlen können. Ach ja? Ja, aber wenn Sie möchten, frage ich gerne mal bei dem Richter nach. Vielleicht ist er in Ihrem Fall mit der Umwandlung der Geldstrafe einverstanden. Ja, das klingt ja toll. Wunderbar. Wollen Sie sich das wirklich antun? Ich meine, Müll sammeln im Park oder Unkraut jäten auf Verkehrsinseln? Also dazu wird es bestimmt nicht kommen. Im Moment wird doch jede Hand bei der Flüchtlingshilfe gebraucht. Ja, das kann natürlich sein. So, und da ich mich in diesem Bereich auch weiter engagieren möchte, passt das perfekt. Geschenk geblieben ist. Keine Angst. Um den John kümmere ich mich. Gut. Gut, Frau Hellebaum. Dann warte ich auf Ihren Rückruf. Okay. Bis dann. Und? Was hat Frau Hellebaum gesagt? Sie ist komplett dagegen. Aber sie wird sich erkundigen. Vielleicht habe ich ja Glück und Ihre Vorgesetzten sind anderer Meinung. Immerhin hat das LKA das Gefahrenpotenzial von Hartmann runtergestuft. Dieser Mann braucht mich also nicht mehr zu interessieren. Frau Hellebaum versteht einfach nicht, dass Ärztin zu sein für mich mehr ist als nur ein Beruf. Das tut mir leid für dich. Diesmal werde ich das nicht akzeptieren. Ich habe es satt, mein Leben von außen bestimmen zu lassen.
Frau Höllebaum, Franke? Runaway 95? Nein. Das ging jetzt aber schnell. Okay. Ich danke Ihnen sehr. Und? Frau Höllebaum hat mit dem LKA Rücksprache gehalten? Ich darf jetzt doch in einem medizinischen Beruf arbeiten. Als Ärztin? Das weiß ich noch nicht. Meine Approbation gibt es ja nicht mehr. Katrin Körners tut. Aber ist mir ganz egal. Ich würde auch als Krankenschwester oder Rettungsassistentin arbeiten. Hauptsache, ich kann in den Klinikalltag zurück. Dass Costa Rica ein Zeichen im Tierschutz setzen will. Sie schließen alle Zoos und wildern die Tiere aus. Das ist großartig. Ja, du kannst dich ja morgen gleich davon überzeugen. Ich dich auch. Tschüss, Udo. NR 96705 an Tower. Bitte sofortige Landeerlaubnis. Brrr. Landeerlaubnis verweigert. Aber sowas von... Ich glaube, Britta liegt mit ihrer Diagnose falsch. Kaspar mag keinen Brei. Was ist denn das für ein Brei? Wonach schmeckt der denn? Nach Kartoffel mit Brokkoli. Also nach nichts. Jetzt ist es amtlich, der Kaufvertrag für unser Baugrundstück. Wir müssen nur noch unterschreiben. Oh, wow. Und uns endlich darauf einigen, was wir überhaupt bauen wollen. Ah, wonach schmeckt das? Nach nichts. Ich glaube, dein Sohn sieht das genauso. Aus dem wird kein Gourmet. Und ich habe den Verdacht, du drückst dich um die Baudiskussion. Also. Wir gehen jetzt ein Teechen trinken. Hm? Idealerweise sagen Sie bei der Polizei gar nichts. Ich soll also die Aussage verweigern? Jedenfalls so lange, bis ich mir Akteneinsicht verschafft habe. Ah, dann denken die, ich habe was zu verbergen. Wenn die Anzeige von Paragrafen Schulze auf einem bloßen Verdacht beruht, haben Sie nichts zu befürchten. Ich habe die Masken verkauft, um Menschen in Not zu helfen. Wenn die Justiz mir daraus einen Strick drehen will, also bitte. Herr Lüder, wir drehen uns im Kreis, bitte. Sie vielleicht. Mein Weg ist klar und geradeaus. Moralisch bin ich ja ganz bei Ihnen. Aber rein juristisch gesehen... Die Schlangen waren bereits tot, als man sie gefunden und ihre Haut weiterverarbeitet hat. Also habe ich mir nichts vorzuwerfen. Und genau das werde ich diesen... Staatsbeamten auch so sagen. Wenn ich Sie schon nicht von dieser Aussage abbringen kann, dann zeigen Sie wenigstens etwas Reue, sonst haben Sie später vor Gericht schlechte Karten. Also ich bereue nur, dass ich die Sache so blauäugig angegangen bin. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Aber dabei hätte ich doch wissen müssen, dass bei uns hier jeder Furz gesetzlich geregelt ist. Den Kommentar würde ich mir allerdings bei der Polizei verkneifen. Der Bruch war halt gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch kaum noch Schmerzen. Schon müssen Sie sich trotzdem. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen lassen? Ach, danke, das ist nicht nötig. Das ist nicht der. Das ist genau der, den du mir damals im Times Square gegeben hast. Irgendwie habe ich es nicht fertig gebracht, ihn wegzuwerfen. Arthur, es gibt gute Nachrichten. Der Bruch wächst glatt zusammen, wir konnten uns das Röntgen sparen. Ah ja, schön. Ich will ja unser Baby nicht unnötig belasten. Hm. Wir sehen uns in 2 Tagen zur nächsten Untersuchung. Tschüss. Danke. Und tschüss. Was ist denn mit dir? Nichts. Ich musste nur an Nora denken. Das hat sie sich gemeldet? Hm. Weiß sie endlich, was sie will? Ich verstehe Nora nicht. Ihr muss doch klar sein, wie sehr du unter der Trennung leidest. Nein, nein, es ist keine Trennung, es ist nur eine Auszeit. Und das ist schon in Ordnung. So eine Entscheidung trifft man nicht von heute auf morgen. Es ist alles sehr kompliziert, die ganze Situation für alle. Sollen wir? Komm. Hätte ich mich bloß nicht auf dich verlassen. Ist aber nicht besonders nett von ihrem Gspusi. Gspusi? Wer meinst doch nicht so.
Er steht enorm unter Druck. Herr Bürgermeister, sollte man mit ein bisschen Stress klarkommen, finden Sie nicht? Er hat doch die Wahl nur ganz knapp gewonnen. Und nur deswegen, weil er versprochen hat, mit einer Städtepartnerschaft EU-Fördergelder nach Podersdorf. Schönen Abend. Danke. Hallo. Arthur. Na, gibst du deine Arbeit auf? Ja, ich will zurück in den medizinischen Bereich. Ah, geht das? Unter bestimmten Voraussetzungen. Ich habe das mit Frau Hellebaum besprochen. Und warum hast du mit mir nicht darüber gesprochen? So eine wichtige Entscheidung. Ich dachte, wir besprechen solche Sachen immer zusammen. So wie du mit mir besprochen hast, du Madeleine ein Haus kaufen sollst. Ich muss das jetzt durchziehen. Für mich. Hey. Sag mal, hast du kein Zuhause? Ich versteigere Kleider von Frau Jansen. Den Erlös spendet sie für das Ruanda-Projekt von Herrn Lüder. Aha, und? Hast du Erfolg? Hab schon 3 Kleider verkauft, die muss ich jetzt nur noch verschicken. 3 Kleider verkauft, das ist ja der Wahnsinn. Komm, das muss gefeiert werden. Wir gehen tanzen. Ich weiß nicht, ich muss morgen sehr früh raus. Ist kein Problem, ich wecke dich. Ja, das hättest du wohl gerne. Ja, du nicht, oder was? Ich werde ganz sanft sein, versprochen. Hey, mach hier keine Dummheiten, das wird alles aufgezeichnet. Seit wann das denn? Gab ein paar Überfälle in der Stadt. Da hat mir Ben hier diese Überwachungskameras eingebaut. Beim Überfall auf dem Kiosk wurde Frau Leskamp sogar verletzt. Ach, im Kiosk ist auch so ein Ding. Ja, Schokoriegel mitgehen lassen, das ist jetzt nicht mehr. Sehr interessant, dass der auch überwacht wird. Also? Was ist jetzt mit Tanzen? Ja, unbedingt. Hallo, es ist lange her, dass ich mit so einer schönen Frau unterwegs war. Du bist so ein Schambolzen. Die Getränke gehen aber trotzdem auf dich. Na komm. Ja, los jetzt! Wollte deine Mutter diese Städtepartnerschaft nur anleiern, um EU-Fördergelder nach Podersdorf zu holen? Ferdi hat das zum Wahlkampfthema gemacht. Jetzt steht er unter Zugzwang. Also, um wie viel Geld reden wir hier? Na, es können schon zwischen 5.000 und 150.000 Euro sein, je nach Sinn und Intensität der Städtekooperation. Steht ja für so ein kleines Dorf einiges auf dem Spiel. Ich würde es meiner Mutter ja wirklich gönnen. Sie liebt ihre neue Heimat und würde die Menschen dort gern unterstützen. Hat sie dir deine Absage sehr übel genommen? Insgeheim. 12.000 Kilometer von hier entfernt. Mein armes kleines Mädchen. Wir bleiben erstmal 1-2 Tage in der Stadt, um uns zu akklimatisieren. Und dann geht's im Wohnmobil Richtung Pazifik. Nach Chile? Valparaíso, genau. Auf den Hügeln hinter der Stadt leben viele Künstler. Pablo Neruda hat da auch gelebt. Ja, ich glaube, Lilly interessiert sich bestimmt mehr für die Seilaufzüge, die bis in die Berge hochfahren. Von da habt ihr eine ganz tolle Sicht über die Stadt. Mach bloß Fotos. Naja, mal gucken, was meine Handycam so hergibt. Ich leihe dir meine alte Digitale. Echt? Klar. Klasse, Lasse. Ich möchte jeden Tag mindestens ein Foto, ja? Mindestens eins. Als Beweis, dass es uns gut geht, ja? Ja. Lilly wird das toll finden, da bin ich sicher. Es geht auch mehr um meine Beruhigung. Ach, also ich beneide euch. Ich würde gern mitfahren. Nee. Dich brauche ich hier, zur seelischen Unterstützung. The Art of Food Truck. Wie klingt das? Das ist doch genial. Ein genialer Name für meine Projektarbeit. Die Dinger sind total im Kommen, Theo. In Hamburg dreht bereits der erste vegane Truck seine Runden. Was ist denn ein Food Truck anderes als eine rollende Imbissbude? Food Trucks haben immer eine thematische Spezialisierung und arbeiten ausschließlich mit hochwertigsten Waren. Da ist jetzt meine Currywurst nicht mehr hochwertig. Willst du mir jetzt den ganzen Laden umkrempeln, oder was? Theo, ein bisschen werden wir am Angebot schrauben müssen. Zumindest, wenn ich die Bude meinem Berufsschullehrer als Außenstelle des Carlas verkaufen will. Ja. Mit diesem ganzen Sterne-Schnickschnack, da vertreibst du mir meine Kundschaft. Deine Kundschaft liebt meine Spezial-Mayo. Und die Galloway-Rindwürste haben sie dir auch aus den Fingern gerissen? Ist ja... Ich muss kurz meinen Dealer anhauen.
Herr Jansen, Sie haben da etwas, was Ihrer Mutter gehört. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ja, von dem Joint. Oder haben Sie den bei Herrn Petersen für sich selbst gekauft? Nicht so laut. Petersen hat die Zigarette bei Johannas Post gefunden. Ja, und diese lustige Zigarette, die hätte ich jetzt gerne zurück. Die wird entsorgt. Nee, es wird sie nicht. Es war mein Abschiedsgeschenk für Ihre Mutter. Ich weiß. Aber ich finde es nicht gut, dass Sie meine Mutter Drogen schenken. Ja, Ihnen wollte ich damit ja auch keine Freude machen, also... Na gut. Sie muss wissen, was sie tut. Alt genug ist sie ja. Genau. Wenn ich also bitten darf... Hier. Sind Sie irre? Wenn jemand sieht, dass ich einen Joint aus der Tasche ziehe, habe ich einen Skandal am Hals, der sie gewaschen hat. Wir können ja auch vor die Tür gehen oder aufs Klo zusammen. Das weiß ich. Ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee trinken und zwar alleine. Herr Carstens. Frau Franke. Hallo. Hallo. Danke, dass Sie so spontan Zeit für mich haben. Ach, ist gar kein Problem. Weiß gar nicht zu dieser späten Stunde für Sie tun. Es geht um das Kulturprogramm für das onkologische Zentrum. Okay. Ich muss Ihnen den Auftrag leider zu... Jeder Furz gesetzlich geregelt ist. Den Kommentar würde ich mir allerdings bei der Polizei verkneifen. Der Bruch verheilt gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch kaum noch Schmerzen. Schonen müssen Sie sich trotzdem. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen lassen? Ach, danke, das ist nicht nötig. Das ist nicht der. Das ist genau der, den du mir damals im Times Square gegeben hast. Irgendwie habe ich es nicht fertiggebracht, ihn wegzuwerfen. Arthur, es gibt gute Nachrichten. Der Bruch wächst glatt zusammen, wir konnten uns das Röntgen sparen. Ah ja, ich will ja unser Baby nicht unnötig belasten. Hm. Wir sehen uns in 2 Tagen zur nächsten Untersuchung. Tschüss. Danke. Und tschüss. Was ist denn mit dir? Nichts. Ich musste nur an Nora denken. Das hat sie sich gemeldet? Hm. Weiß sie endlich, was sie will? Ich verstehe Nora nicht. Ihr muss doch klar sein, wie sehr du unter der Trennung leidest. Nein, nein, es ist keine Trennung, es ist nur eine Auszeit. Und das ist schon in Ordnung. So eine Entscheidung trifft man nicht von heute auf morgen. Es ist alles sehr kompliziert, die ganze Situation für alle. Sollen wir? Komm. Hätte ich mich bloß nicht auf dich verlassen. Ist aber nicht besonders nett von ihrem Gspusi. Gspusi? Ferdi meint's doch nicht so. Er steht enorm unter Druck. Als Bürgermeister sollte man mit ein bisschen Stress klarkommen, finden Sie nicht? Er hat doch die Wahl nur ganz knapp gewonnen. Und nur deswegen, weil er versprochen hat, mit einer Städtepartnerschaft EU-Fördergelder nach Podersdorf zu holen. Ja bitte, es gibt auch unzählige Städte. Ach, wenn Sie wüssten, was er nicht alles versucht hat. Es hatte keine Stadt Interesse, so bin ich doch auf Lüneburg gekommen. Ach, das war Ihre Idee? Ja. Ich war mir sicher, dass ich Thomas überzeugen kann. Ferdi hat mir vertraut. Er steht bei seinen Wählern im Wort. Und jetzt muss ich ihn und die Podersdorfer enttäuschen. Also der Einzige, der irgendjemanden enttäuscht, ist Ihr Sohn. Also ganz ehrlich, ist die Städtepartnerschaft zwischen Podersdorf und Lüneburg schon ziemlich weit hergeholt. Mit ein bisschen Kreativität, da kriegt man auch so eine Städtepartnerschaft erklärt. Also. Ja, aber was soll ich machen? Ich kann ihn doch nicht zwingen. Bitte, die Rechnung. Sehr gern. Ich werde jetzt nachsehen, wo Ihr Geschenk geblieben ist. Keine Angst. Um den Joint kümmere ich mich. Gut. Gut, Frau Hellebaum. Dann warte ich auf Ihren Rückruf. Okay. Bis dann. Und? Was hat Frau Hellebaum gesagt? Sie ist komplett dagegen. Er hätte Thomas einladen sollen nach Podersdorf. Und wenn der erst mal vor Ort ist, dann hätten wir ihn doch rumgekriegt. Jetzt könnten wir den Joint gut gebrauchen, ha? Ich hätte Ferdi nicht so großspurig versprechen dürfen, dass ich Thomas dazu überreden kann. Wir gehen jetzt ein Teechen trinken. Ja.
Normalerweise sagen Sie bei der Polizei gar nichts. Ich soll also die Aussage verweigern? Jedenfalls so lange, bis ich mir Akteneinsicht verschafft habe. Ah, dann denken die, ich habe was zu verbergen. Wenn die Anzeige von Paragrafen Schulze auf einem bloßen Verdacht beruht, haben Sie nichts zu befürchten. Ich habe die Masken verkauft, um Menschen in Not zu helfen. Wenn die Justiz mir daraus einen Strick drehen will, also bitte. Herr Lüder, wir drehen um zum Kreis, ja, bitte. Sie vielleicht. Mein Weg ist klar und geradeaus. Moralisch bin ich ja ganz bei Ihnen. Aber rein juristisch... Langsam. Jetzt erzähl. Was heißt, du willst zurück zur Medizin? Ich muss es einfach versuchen. Ich muss. Das ist es, was ich mein Leben lang gewollt hatte. Klar liebe ich die Literatur. Aber mein Herz schlägt für die Medizin. Du willst wirklich wieder als Ärztin arbeiten? Ach, das wäre ein Traum. Aber es wird nicht so einfach. Katrin Körner ist tot. Ja. Geht das denn? Dein Staatsexamen hast du doch dann als Katrin Körner gemacht und... Du musstest deinen Beruf für den Zeugenschutz aufgeben. Ja, aber Hartmann ringt im Gefängnis mit dem Tod. Ich glaube, der hat andere Sorgen, als sich an mir zu rächen. Aber du hast schon recht. Du musst das mit Frau Hellebaum klären. Aber bis jetzt hat sie dich immer unterstützt. Ich war so glücklich in der Klinik. Ich brauche diesen Neustart. Ich bin mir sicher, du bist eine ganz, ganz tolle Ärztin. Jedenfalls hat Madeleine meine Thoraxdrainage überlebt. Lass mich, warte. Guten Appetit. Dir auch. Ach, weißt du, Menschen zu helfen, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich verstehe nicht, wo der Joint abgeblieben ist. Moment mal, hatten Sie nicht noch eine dritte Tüte? Stimmt. Da war der Laptop für die Familie Adami drin. Tja, dann ist der Joint in der Tüte. Und wo ist die? Den Laptop sollte Thomas zur Post bringen und verschicken. Das heißt, die Tüte hatte er. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was? Alles sehr kompliziert, die ganze Situation für alle. Sollen wir? Komm. Aha, das Thema geht dir wohl in letzter Zeit nicht mehr aus dem Kopf, oder? Ich will mich beruflich neu orientieren. Und deine Kulturarbeit? Die gebe ich auf. Es ist Zeit für was Neues. In der Medizin? Ja. Ich habe ja schon mal eine Zeit lang als Rettungsassistentin gearbeitet. Es hat Spaß gemacht. Oh, und Sie haben offensichtlich ein Händchen dafür. Also ich hatte Albträume nach deiner Rettung von Frau Lieskamp. Also du wirst schon mal kein Arzt. Uff. Ich finde das wahnsinnig mutig, nach so vielen Jahren in eine andere Branche zu wechseln. Ich hoffe, der Mut wird belohnt. Wissen Sie denn schon, als was Sie arbeiten wollen? Als Krankenschwester oder wollen Sie wieder zurück auf den Rettungswagen? Ich weiß noch nicht. Ich muss mir erst mal einen Überblick verschaffen. Dazu wäre natürlich ein Praktikum ganz günstig. Ich könnte bei uns in der Klinik mal nachfragen. Ein Klinikpraktikum? Ja, warum nicht? Da würden Sie dann 6 Monate lang mitlaufen und könnten sich in Ruhe überlegen, als was Sie arbeiten möchten. Oh, ja, das wäre fantastisch. Ja? Ja. Mit Lilly und Herrn Berger in einem Flieger? Wir sind zufälligerweise auf denselben Flug gebucht, aber nur bis Madrid. Okay, und die beiden fliegen dann weiter nach Buenos Aires und du nach San Jose. Richtig, aber vorher muss ich noch die Bauausschusssitzung hinter mich bringen. Nein, du verstehst das nicht. Marmor ist auch ein Naturprodukt. Aber ich will in meinem neuen Zuhause nicht auf kaltem Steinboden laufen, sondern auf warmen Holzdielen. Inge! Volker redet die ganze Zeit von Kompromissen, aber bisher mache nur ich Zugeständnisse. Aber wenn ihr schon über Bodenbelege diskutiert, seid ihr euch also über die Grundarchitektur einig. Machst du Witze? Merle besteht auf ihre chaotisch verspielte Holzhütte. Ja, weil ich nicht in einem Betonklotz wohnen will, der aussieht wie eine Garage. Naja, auf irgendeinen Stil werden wir uns einigen müssen. Warum könnt ihr nicht Bauhaus und schwedische Gemütlichkeit verbinden? Wie soll denn das aussehen? Bauhaus-Bungalow aus Holz? Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und was ist da mit deinen Giebelchen und Treppchen und Gauben und was weiß ich? Die realisieren wir dann an Kaspars Villa Kunterbunt im Garten. Moment, Villa Kunterbunt? Davon höre ich zum ersten Mal. Ein bisschen Chaos muss sein. Darf ich reinkommen? Ja, nur wenn Sie gute Nachrichten bringen. Der Richter
hatte wirklich einen guten Tag. Ja? Sie kommen mit einem blauen Auge davon. Ah, wunderbar. Es gibt also doch noch Gerechtigkeit. Ja, Sie zahlen 30 Tagessätze, 100 Euro und die Sache ist erledigt. 3000 Euro? Ja. Und Sie sagten doch, der riecht das gut drauf. Also vor dem Hintergrund, dass Sie die Masken weiterverkauft haben, obwohl Sie wussten, dass Sie eine Straftat begehen. Also Moment mal, so kann man das nicht sehen. Und dass Sie sich geweigert haben, die Namen der Käufer preiszugeben, ist dieses geringe Strafmaß fast ein Wunder. Aber 3000... Ja, gibt es. Hast du es dabei? Ich hab's gerade nicht dabei, aber ich zeig's dir gerne bei Gelegenheit. Mhm. Ist da deine Fotoreportage über die Elbe drin? Erscheint leider erst in der nächsten Ausgabe. Ach, Moment. Was kriegst du? Oh, entschuldige. Thomas. Tut mir leid, mein Fehler. Komm, ich mach das schon. Ja, danke. Ja, ja. Nein. Ja, Frau Krause. Ja, ja, ich bin sofort im Büro. Bis gleich. Ja. Entschuldigung. Moin. Moin. Sag mal, krieg ich einen Coffee to go? Aber gerne. Du, der Laden wurde neulich überfallen, habe ich gehört. Ja, ich habe ja jetzt auch Video überwacht. Ah, interessant. Ja, du, wie funktioniert denn das? Die Aufnahmen gehen direkt auf meinen Laptop. Nach 48 Stunden wird die Aufzeichnung gelöscht. Aha, aha. Spannend, ja. So, genau, stell einfach... Frag mal nicht von Thomas. Theo, pass kurz auf den Laden auf. Ich bin gleich wieder da. Vielleicht krieg ich den noch. Ja, ja, ja. Ich pass auf. Der verdammte Stick, Herrgott, noch mal! Auf jetzt, ja. Jetzt mach schon, los! Auf jetzt! Hallo, ja, sorry, bin 5 Minuten da, ist ein Notfall, tut mir leid. Ciao! Hallo, was ich da. Was gibt's? Ja, ich wollte mit Ihnen noch mal über meine Geldstrafe sprechen. Ah, wenn Sie Widerspruch einlegen wollen, dann müssen Sie sich einen anderen Anwalt suchen. Nein, ich weiß, Sie haben alles getan. Ich würde... Hier bist du. Du hast Besuch. Hi. Hi. Hi, Thomas. Ach, da ist ja der Lüneburg-Image-Film, den darf ich gar nicht vergessen. Wahrscheinlich hat er den Joint schon geraucht. Oh, eher fallen Ostern und Weihnachten zusammen. Aber wenn er ihn entdeckt hat, dann kann ich mir was anhören. Ah. Ist er das? Ist das Thomas? Hat er den Joint gefunden? Nein, das ist Ferdi. Ah, Liebesgrüße aus Österreich. Macht mir Vorwürfe, weil ich Thomas nicht zur Städtepartnerschaft überreden konnte. Dabei ist... Er ganz allein schuld. Ich wollte Thomas vorsichtig an das Thema ranführen. Stattdessen platzt er am Telefon damit raus. Er hätte Thomas einladen sollen nach Podersdorf. Und wenn der erst mal vor Ort ist, dann hätten wir ihn doch rumgekriegt. Das könnten wir den Joint gut gebrauchen, ha? Hm. Ich hätte Ferdi nicht so großspurig versprechen dürfen, dass ich Thomas dazu überreden kann. Wir gehen jetzt ein Teechen trinken. Hm?
Normalerweise sagen Sie bei der Polizei gar nichts. Ich soll also die Aussage verweigern? Jedenfalls so lange, bis ich mir Akteneinsicht verschafft habe. Ah, dann denken die, ich habe was zu verbergen. Wenn die Anzeige von Paragrafen Schulze auf einem bloßen Verdacht beruht, haben Sie nichts zu befürchten. Ich habe die Masken verkauft, um Menschen in Not zu helfen. Wenn die Justiz mir daraus einen Strick drehen will, also bitte. Herr Lüder, wir drehen uns im Kreis. Ja, Sie vielleicht. Mein Weg ist klar und geradeaus. Moralisch bin ich ja ganz bei Ihnen. Aber rein juristisch. Langsam. Jetzt erzähl. Was heißt, du willst zurück zur Medizin? Ich muss es einfach versuchen. Ich muss. Das ist es, was ich mein Leben lang gewollt hatte. Klar liebe ich die Literatur. Aber mein Herz schlägt für die Medizin. Du willst wirklich wieder als Ärztin arbeiten? Ach, das wäre ein Traum. Aber es wird nicht so einfach. Katrin Körner ist tot. Ja. Geht das denn? Dein Staatsexamen hast du doch dann als Katrin Körner gemacht und du musstest deinen Beruf für den Zeugenschutz aufgeben. Ja, aber Hartmann ringt im Gefängnis mit dem Tod. Ich glaube, der hat andere Sorgen, als sich an mir zu rächen. Aber du hast schon recht. Ich muss das mit Frau Hellebaum klären. Aber bis jetzt hat sie dich immer unterstützt. Ich war so glücklich in der Klinik.